Bei der Rallye Dakar 2020 startete der Rennstall Riwald Dakar als erstes Team mit einem Hybrid-Truck. Speziell für diesen Rallye-Truck entwickelte und konfigurierte MKR Technology in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner ZF den Hybridantrieb. Treibende Kraft dahinter war der Kopf der Firma MKR Technology, Mario Kress. Die große Herausforderung bei diesem Projekt war, in kurzer Zeit eine Hybridlösung für die Anforderungen im Motorsport zu konstruieren und dann auch zu produzieren. Also als Mario Kress zum ersten Mal bei uns war, das war vor 6 oder 7 Jahren mit der Idee, ein schweres Lastschaltgetriebe von uns, von der Produktlinie, im Rallye-Truck-Sport einzusetzen. Und die erste Idee war völlig verrückt, nicht machbar. Das Getriebe wird das, was er von uns verlangt, vom Getriebe verlangt, nie erreichen, nie erfüllen. Als es dann erfolgreich war, also die ersten guten Plätze herausgefahren die letzten Jahre und wir die Rückmeldung aus dem Feld bekamen, wie gut das Getriebe performt, haben wir uns auf diese verrückte Idee des Hybriden im Rallye-Truck-Sport eingelassen. Der Technologie haben wir eh getraut, haben wir gesagt, das wird funktionieren. Einzig der Termin, den er sich vorgestellt hat, und im Rennsport geht alles viel schneller wie in der normalen Serienentwicklung, da haben wir große Sorge gehabt, dass wir es nicht schaffen können. Es war eine Herausforderung für uns. Wir mussten erstmal untersuchen, welche Komponenten stehen uns überhaupt zur Verfügung, wo können wir sie anbauen. Welche Komponenten sind vor allem zeitnah auch verfügbar? Welche Anpassungsentwicklungen sind notwendig? Welche Bereiche brauchen wir dazu? Und können wir das in der Zeit überhaupt schaffen? Es gab viele Momente, in denen das Projekt drohte zu scheitern. Und letztendlich, wenn man den Mario Kress kennt, scheitern ist keine Option. Und deshalb waren wir auch angespornt. Und immer wieder gab es Zeitpunkte, wo wir sagen, schaffen wir das in der Zeit. Dass wir das können, das wissen wir. Der Zeitfaktor war einfach der ganz kritische Punkt. Die Herausforderungen waren extrem, sehr viele. Nicht nur von ZF-Seite. Bernd Aumann hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen und hat halb ZF aktiviert, sage ich jetzt mal, aber auch das Drumherum bezüglich Installation, Batteriemanagement, die Synchronisierung von vielen Firmen, Spezialisten, Ingenieuren, zu synchronisieren, dass wir das in so einer kurzen Zeit realisieren konnten, das war schon ein großer Akt, aber wir haben es geschafft. Für uns bot Mario Kress und dieses Projekt die Chance, den Einstieg in die E-Mobility, Mobilität zu üben, einen Rallye-Truck zu üben, im Offroad-Bereich zu üben, um Erfahrungen zu sammeln und um Netzwerk im Umfeld, im Unternehmen aufzubauen. Und dann, wenn später Kunden kommen, die eine Serienlösung von uns erwarten, sie mit der bestmöglichen Lösung ausstatten zu können. Ich persönlich kenne ZDF über 30 Jahre und es kommt bezüglich diesem Projekt für mich keine andere Firma in Frage, weil ich weiß, in jeder Hinsicht, zu jeder Frage gibt es Spezialisten, gibt es Antworten und die Zusammenarbeit ist seit 30 Jahren super und ich denke, es wird so bleiben. Es gibt keine andere Möglichkeit.